Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es kann sein, dass wir in naher Zukunft eine neue Möglichkeit bekommen, unser Schild aufzuladen. Es wurde in den Gamefiles nämlich ein Schildkondensator entdeckt. Quasi ein komplett neues Item. Es steht noch nicht genau beschrieben, wie es exakt funktioniert. Ich habe so 2-3 Theorien, wie es funktionieren könnte und warum ich denke, dass genau dieses Item kommt. Es heißt Schildkondensator, soll mit einer Cooldown-Zeit belegt werden, wenn wir es benutzt haben, und verschwindet somit meiner Theorie nach wahrscheinlich nicht aus dem Inventar. Welchen Sinn sieht Respawn eventuell dahinter? Meine Vermutung: Respawn spricht schon seit längerem darüber, den Lootpool ein bisschen zu verkleinern, beziehungsweise ihn vielleicht nicht extrem erweitern zu müssen. Jetzt ist meine Theorie, dass irgendeine Art von Schildzelle, Schildbatterie oder sonst was rausfliegt aus dem Lootpool. Ich denke, wenn was rausfliegt, dann allerhöchstens die Schildzelle, nicht die Batterie. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, das Teil findest du einmal, benutzt das vielleicht ein, zweimal, danach wird das Teil mit einem Cooldown belegt, und wenn die Cooldown-Zeit von theoretisch vielleicht 10, 20 Sekunden vorbei ist, kannst du dir das erneut reinknallen, bis dein Schild endlich vollgeballert ist. Meine Theorie, weil hier steht eine Cooldown und es gibt keinen Verfall. Verfall heißt für mich, es wird nicht aus deinem Inventar verschwinden. Eine weitere Theorie könnte sein, dass man das Teil vielleicht findet und dann wie beim Kontrollmodus eine gewisse Zeit außerhalb des Kampfes sein muss, um dann die Selbstregeneration starten zu lassen, bis das Schild dann eben voll ist. Oder vielleicht starten wir von Anfang an schon mit diesem Schildkondensator, was ich jetzt aber nicht glaube, weil es soll ja ein neues Lootable Item sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man von Anfang an rein seine Schilder selber regeneriert. Also so glaube ich es nicht. Du musst es sicherlich schon finden, aber wie genau das dann funktioniert, wie viel Schilder es regeneriert, bevor die Cooldown-Zeit losgeht, wie lange und so weiter und so fort. Eure Theorien sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt, wann genau das Teil halt kommt. Müssen wir mal abwarten. Vielleicht in Season 13, 14 und so weiter und so fort. Müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von der Geschichte haltet. Ich freue mich wie immer über jeden Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen sollt. Solltet ihr schon länger dabei sein, habt noch nicht abonniert, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr völlig kostenlos diesen Kanal abonniert, und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Das war's jetzt von mir. Bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.